There's no doubt in my mind. You will always be there. Heading out to see ya and leave the rest behind. Wir wünschen uns auch so eine Kamera. Für 40 kannst du so haben. Ja, okay. Also 1000. Guck mal, ich bin voll der Zwerg. Guck mal. Deshalb immer schön die Brille drauf, damit man das nicht so sieht, ne? Ich mach mal die Jalousien hoch. Oh mein Gott. Was ist denn da los? Meint es Petrus eigentlich ernst mit mir? Das kann doch nicht wahr sein. Da kommt jetzt gleich noch ein bisschen Licht rein, weil da die Jalousie noch zu ist. Ich mache mal meinen Haushalt weiter. So, der Haushalt, der ist jetzt soweit erledigt. Der Postbote war auch da. Da hinten steht ein Paketchen. Kann ich euch dann später auch noch zeigen. Ich muss jetzt eine Runde hoch ins Büro und ein bisschen Schreibkram machen. Wir haben es schon 11 Uhr. Es ist unglaublich, wie schnell morgens die Zeit irgendwie vergeht. Drehst du dich dreimal im Kreis, saugst durch, machst die Betten, wischst, machst die Küche sauber und zack, ist es schon 11 Uhr. Für mich recht spät, denn mein Mann, der hat ja dann Mittagspause und ich koche ja immer, damit er was Warmes quasi im Bauch hat. Dann eben auch für die Kinder. Dazu nehme ich euch dann noch eine Runde mit. Jetzt mache ich aber erstmal meinen Schreibkram. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ich mal wieder eine Putzroutine machen soll, denn ich habe das jetzt nicht mitgefilmt, wie ich da am Putzen bin. Lasst mir das gerne mal da. Schreibt es unten in die Kommentare, falls es euch interessiert. Also ich mache jetzt hier mal meinen Schreibkram und wir sehen uns dann jetzt gleich in der Küche. Okay, fertig im Büro und jetzt geht's in die Küche zum Kochen. Heute gibt es die Gemüsesuppe mit Tortellini. So sieht das Ganze aus. Und hier haben wir an der Seite die Zutaten. Hier, ne, sind die aufgelistet. Das sind jetzt die Zutaten, die eben in dem Paketchen waren. Und hier sehen wir dann Schritt für Schritt, was wir eben tun müssen. Und hier an der Seite habt ihr dann auch nochmal alles aufgelistet. Ne? Da seht ihr dann eben die Kalorien, Kilokalorien und so weiter. Na dann starten wir mal. Karotten habe ich schon geschält. Die soll man halbieren. Und dann nochmal in kleine Scheiben schneiden oder in dünne Scheiben schneiden. Jetzt habe ich die Zwiebeln noch in Streifen geschnitten und das Ganze soll man jetzt hier im Olivenöl 2 bis 3 Minuten anbraten. Habe ich das Ganze mit Wasser abgelöscht und habe die mediterrane Gemüsebrühe rein. Und das Ganze muss jetzt 10 bis 15 Minuten köcheln. In der Zwischenzeit mache ich das Basilikum bzw. kümmere mich um den Babyblattspinat. Die Basilikumblätter habe ich jetzt gewaschen. Ich habe da jetzt noch Wasser dazu, Olivenöl und den Parmesan und das Ganze wird jetzt durchpüriert. Die Bohnen habe ich jetzt abgespült, bis eben nur noch klares Wasser kam und die kommen jetzt dazu. Und der Babyblattspinat wird natürlich auch gewaschen. Das Baguette habe ich jetzt hier in kleine Stückchen geschnitten und jetzt kommt der Parmesankäse oben drüber und dann kommt das Ganze für 7 bis 8 Minuten in den Backofen. Lecker! Tortellini sind jetzt auch drin. Und zu guter Letzt wird jetzt der Babyblattspinat untergerührt. Oh, das ist so schade, dass ihr nicht riechen könnt, wie gut es hier gerade riecht. Jetzt schlägt auch noch die Kamera, ne? Sorry. Und jetzt wird angerichtet. Lecker. Es duftet wirklich so gut. Und Lassie, hat es dir geschmeckt? Ja, war sehr lecker. Schön, da freue ich mich. Lassie hat schon mal seine Hausaufgaben rausgeholt. Da gucken wir jetzt nochmal drüber und dann geht's raus. Die Sonne scheint nämlich. Yay! So, während der Alessandro seine Hausaufgaben macht, kann ich euch ja mal zeigen, was Schönes hier in meinem Paketchen war. Es ist Beauty
Und ich würde sagen, ich positioniere euch mal da drüben, setze mich hier hin und zeige euch ganz kurz, was darin enthalten ist. So, da bin ich wieder vollgefuttert. Oh, das war so lecker. Bevor ich euch jetzt die Produkte hier zeige, meine Beauty-Produkte, die eben neu angekommen sind, wollte ich euch noch ganz kurz was zur HelloFresh-Box sagen. Und zwar wurde sie uns diesmal zur Verfügung gestellt. Deshalb habe ich es euch ja eingeblendet am Anfang des Videos. Ihr habt es mit Sicherheit gesehen. Und es ist so, dass ich sie auch schon ganz oft selbst bestellt habe, die HelloFresh-Box. Für mich ist es einfach ein richtig geniales Konzept dahinter. Ich liebe es, wenn donnerstags der Postbote klingelt und mir ein Riesenpaket bringt, in dem verschiedene Nahrungsmittel sind, mit denen ich dann leckere Gerichte kochen kann. Donnerstag deshalb, weil ich sie eben da bestelle. Ihr könnt euch das zu welchem Wochentag auch immer bestellen. Für mich ist halt der Donnerstag der anstrengendste Tag der Woche. Das wisst ihr sicher. Und dann ist es halt richtig genial, wenn ich nicht einkaufen gehen muss, wenn ich alles schon da habe und dann sofort loslegen kann. Das ist eine Art Luxus, weil ich mir Zeit kaufe sozusagen. Und viele meinen auch, dass diese Box sehr teuer ist. Aber wenn ihr euch das mal runterrechnet auf das jeweilige Gericht bzw. pro Teller ist es gar nicht mehr so teuer, wie man vielleicht meint. Die Box ist auch getestet worden. Ich habe dazu eine Sendung gesehen und da hat sie wirklich als Bestes abgeschlossen. Also die haben verschiedene Boxen natürlich getestet. Von Penny war zum Beispiel eine dabei und so weiter. Und das fand ich richtig interessant. Bei uns ist es so, dass ich manchmal nachwürzen muss. Aber das liegt einfach daran, dass wir halt gerne scharf essen. Aber das ist so auch mit das Einzige, was halt so dazukommt. Aber das finde ich ist überhaupt kein Problem. Ich habe euch zur HelloFresh Box schon ein Video gemacht, in dem ich wirklich alles angeleuchtet habe. Also das heißt Umwelt, woher die Produkte kommen, wie das alles läuft, was sie kostet und so weiter. Das Video kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Da habe ich auch echt weit ausgeholt und habe euch das alles ganz genau erklärt. Also aus meiner Sicht, ich finde, das ist ein richtig cooles Konzept. Ich liebe diese Box und wie gesagt, ich habe sie mir auch schon des Öfteren selbst bestellt. In den nächsten Videos, falls ihr dann seht, dass ich damit eben was koche aus der HelloFresh Box, heißt nicht, dass das dann wieder eine Kooperation ist. Also nicht denken, oh, sie hat es gar nicht eingeblendet, sondern mir einfach vertrauen. Ihr wisst, dass ich immer ehrlich mit euch bin. Falls euch das auch interessiert mit der HelloFresh Box, dann schaut gerne mal unten in der Infobox. Ich habe einen Rabattcode für euch und zwar nennt er sich HFRosella30. Da könnt ihr 30 Euro sparen, was eine ganze Menge Geld ist, wie ich finde. Und dann könnt ihr das gerne mal testen. Könnt mir mal sagen, wie ihr das Ganze findet. Falls ihr es schon getestet habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Da freue ich mich über unseren Austausch. Bisher haben uns alle Rezepte wirklich super gut geschmeckt und ja, wie gesagt, ich liebe die HelloFresh Box und das müsstet ihr mittlerweile auch wissen. Ich koche halt total gerne, aber dieses ganze Einkaufen und Hochschleppen, dieses ganze Drumherum, das ist halt manchmal echt anstrengend und deshalb, ja, gönne ich mir auch mal die HelloFresh Box. So, ich hoffe, es geht jetzt so vom Licht her, sorry. Also gut, bevor ich euch jetzt die Produkte hier zeige, ich habe euch das jetzt gerade schon mal gezeigt, ich habe aber gesehen, dass es viel zu dunkel ist, wollte ich euch noch ganz kurz die Jacke hier zeigen, bevor ich es vergesse. Und zwar hatten mich da ganz, ganz viele gefragt auf Instagram und zwar hatte ich da zwei Bilder hochgeladen, da habe ich sie getragen und dann kam eben die Frage, ja, woher sie denn her ist und die wäre so schön. Also ehrlich gesagt habe ich die für meine Schwester bestellt. Und die wartet jetzt darauf, dass die Steffi eben aus London kommt. In der Zwischenzeit habe ich sie halt mal getragen. Ich finde die auch richtig schön. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Genauso wie diesen Pulli hier. Den habe ich auch eigentlich für die Steffi bestellt. Der hat nur, ich glaube, 16 Euro oder was gekostet oder 14. Der ist halt super für zu Hause. Dann erschreckt der Postbote nicht ganz so arg, wenn ich ihm die Tür aufmache. Ne? Weil ich ja hier morgens immer putze und dann ja nicht so aufgestylt bin. Sagen wir es mal so. Also gut. Aber um mich aufzustylen, habe ich mir ein paar Beauty-Produkte eben bestellt bei Ezebra. Das ist eine, ja, ein Online-Shop, der so ja, Drogerieprodukte hat aus ganz, ganz verschiedenen ja, Bereichen und Marken. Wenn ihr Marken eingebt, dann kommt alles von A bis Z, was ich richtig genial fand. Also, dann zum Beispiel Revlon oder The Body Shop. Adele haben sie, also alles, was wir so kennen. Und das fand ich richtig genial. Jetzt zeige ich euch, was in meinem Paketchen war. Und zwar zum einen, jetzt kommt, jetzt lacht ihr bestimmt. Ich glaube, jeder zweite Beauty-Blogger hat den Mary Luminizer ja, Highlighter. Ich hatte ihn bisher noch nicht, sonst hätte ich ihn mir ja nicht bestellt. Und ich bin schon super gespannt, ob dieser ganze Hype, der ja schon seit Jahren besteht, das wert ist und das Ganze so stimmt, ne?
Und dann habe ich mir dieses Teilchen hier bestellt. Und zwar sind hier zweimal diese Schwämme drin von Real Techniques. Diese Sponge-Schwämme, die kennen wir ja alle. Dann habe ich mir endlich meine Bourjois Healthy Mix Foundation bestellt. Und zwar habe ich die vor Jahren mal entdeckt und habe die in Kroatien mitgenommen, in unserem Urlaub. Und habe die hier nie wieder gefunden. Und das war so mit einer der besten aus der Drogerie. Und ich bin jetzt so glücklich, dass ich die eben bei Ezebra gefunden habe. Meine ist nämlich schon lange leer natürlich und deshalb habe ich mir die nachbestellt. Dann habe ich mir nachbestellt von Estee Lauder meine Double Wear Foundation. So sieht die aus. Das ist für mich tatsächlich mit die beste im High-End-Bereich, was Foundation betrifft. Ich habe sie im Sommer in 4N1. Diesmal habe ich sie mir in 3N1 bestellt. Da hat mir die Mayra geholfen. Klar, weil meine Haut jetzt natürlich heller ist als im Sommer und was blöd ist bei dieser Foundation, dass da kein Pumpspender dabei ist, aber damals hatte ich mir einen bei MAC gekauft, setze den einfach hier drauf und dann ja, habt ihr so einen Pumpspender. Das ist nämlich blöd, gerade wenn das Produkt neu ist, dann habt ihr die Hälfte irgendwie hier auf dem Handrücken und das ist so ein bisschen der Nachteil für den Preis, was natürlich richtig viel ist, aber es ist so eine tolle Foundation. Und dann habe ich mir dazu, das hatte ich nämlich bei der Yamina gesehen, diese hier bestellt, diese Double Wear Light Foundation. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Da werde ich euch auf jeden Fall drüber berichten. Ich habe die 3,5 genommen. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Dann habe ich mir einen neuen Pinsel bestellt. Und zwar sieht der so aus. Okay, ich habe den echt nur bestellt, weil der so geil ausgesehen hat von Real Techniques. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, der ist auf jeden Fall richtig schön. Und dann von Clinique etwas zum Gesicht reinigen, hier mit diesem Pumpspender, finde ich richtig gut. Dann von Pupa einen Primer. Pupa ist ja eigentlich eine italienische Marke und die kriegt man hier auch echt selten. Also ich habe sie hier, glaube ich, noch nie gesehen. In Cannes habe ich sie mal gesehen, genau, aber hier eigentlich noch nicht. Also ich bin jedenfalls sehr gespannt. Dann habe ich mir zwei Produkte für die Augen bestellt von Clinique, weil ich hier halt so meine Problemzone habe. Deshalb immer schön die Brille drauf, damit man das nicht so sieht, ne? Und ja, da bin ich auch sehr gespannt. Und dann noch dieses Schätzchen hier, das ist ein Serum, ein korrigierendes Serum. Correcting Serum. Ja, da bin ich sehr gespannt. Und das war es jetzt erstmal hier vor meinem Paketchen. Wie gesagt, ich verlinke euch Ezebra mal unten in der Infobox, da könnt ihr vorbeischauen. Und ansonsten, wenn wir jetzt schon bei Beauty sind, wollte ich euch noch was erzählen, was ganz kurz ist. Und zwar habe ich eine ganz kleine Bitte an meine Community. Und zwar ist die Steffi nominiert für den Beauty Blogger Award. Schaut gerne mal auch dazu unten in der Infobox. Da könnt ihr jeden Tag abstimmen für die Steffi bis Ende des Monats. Und dann hat sie eben die Möglichkeit, was ganz Tolles zu gewinnen. Und ihr habt aber auch die Möglichkeit, eben jedes Mal, wenn ihr abstimmt, was zu gewinnen. Und wenn ihr bitte, bitte, bitte noch bei der Tara vorbeischaut. Die Tara ist nämlich auch nominiert. Und zwar für den About You Award. Im Bereich Beauty ist meine Freundin Tara nominiert. Da habt ihr noch die Möglichkeit, bis zum 18.03. zu voten. Und auch hier habt ihr die Möglichkeit, richtig coole Preise zu gewinnen. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Wir sehen uns auch bald wieder. Und zwar die Steffi, die Tara, die Mayra, die Gözde, die Kim und die Sandy und ich. Weil die Mayra nämlich eine Babyparty schmeißt. Und wir freuen uns schon riesig. Und zwar ist es schon nächste Woche. Genau, da sehe ich meine Mädels wieder. Also gut, jetzt beeile ich mich. Wir gehen eine Runde raus. Mittlerweile ist es halt echt schon fast stockdunkel. Es ist so schrecklich, dieses Wetter. Ich hoffe, dass bald der Frühling kommt. Okay, also wir sehen uns jetzt gleich wieder. Jetzt gehen wir raus. Da, jetzt seht ihr mich. Oh Mann, schau doch mal. Kein schönes Wetter. Okay, so schnell ist halt die Sonne auch wieder weg, ne? Wenn man Hausaufgaben macht und sich dreimal im Kreis dreht. Also gut, jetzt nutzen wir aber noch mal eine halbe Stunde und ja, gehen an die frische Luft. Hast du alles, Lassie? Ja. Okay, auf geht's. Oh, es ist kalt. Noch ein Schal dabei. Aber frische Luft ist wichtig. Und das finde ich ja auch so geil, ne? Wenn sie nicht in der Lage sind, das mal hochzutragen. Also ich weiß, dass das blöd ist mit unseren Treppen, aber ganz ehrlich, mit so einer Zeitung kann ich ja nichts mehr anfangen, ne? Kann ich jetzt direkt in die Papiertonne werfen. Dankeschön. Okay, eigentlich gibt es ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Klamotten, ne? Boah, ich hätte mir definitiv aber Handschuhe mitnehmen müssen. Ich erfriere.
Oh mein Gott. Der Luki macht's richtig, der hat seine Handschuhe dabei. So, wo ist denn jetzt unsere kleine, feine Bella? Ach, da vorne. Okay, ich habe ja eine Brille auf, ich sehe sie. So, ihr Lieben, wir sind wieder zurück vom Spaziergang. Das hat jetzt gut getan, so ein bisschen an der frischen Luft. Ich würde sagen, für heute beende ich mal diesen Vlog. Wir waren noch in Frankfurt und zwar zusammen mit der lieben Nina. Die hat nämlich ein Abo-Special gefilmt. Das hatte ich auch mitgefilmt, aber ich habe natürlich gewartet, bis Nina ihre ganzen Sequenzen online hat. Ist ja klar, da kann ich ja nicht einfach mal so einen Vlog raushauen und alles schon verraten. Diese Szenen hänge ich euch jetzt am besten mal an. Wie gesagt, wir waren in Frankfurt, es ist richtig cool geworden. Schaut unbedingt bei der Nina vorbei, die hat nämlich die 70.000 geknackt und hat sich dazu was richtig Cooles einfallen lassen. Also ich würde mich riesig freuen, wenn ihr bei meiner Freundin Nina vorbeischaut. Auch der Link dazu unten in der Infobox. Leider war meine Kamera falsch eingestellt, habe ich gemerkt. Also ich sehe aus wie ein Käse, also etwas hell. Antje bringt Käse aus Holland. Nee, eigentlich heiße ich ja Heidi. Naja, okay. Also, schaut euch die Sequenzen jetzt super gerne an. Bleibt mit dabei. Und dann sehen wir uns, wenn ihr das geschaut habt, gerne nochmal wieder. Ihr sollt böse gucken. Ihr sollt böse gucken. Ihr seid doch Gangster. Ja, wir sind total die, voll die Gangster. Voll. Also laufen wir hier. Klar. Ja. Ich erfriere. Und wir brauchen jetzt unsere Ausweise. Wir sind jetzt hier halb erfroren. Aber jetzt werden erstmal die ganzen Personalien genommen. Okay. Mach doch lieber Männerkram. Darf ich? Ich sehe. Ah, guck dir. OGDF. In deinem Kinderzimmer. Wir werden immer schlimmer und schlimmer. OGDF. Wir bleiben hier für immer. Für immer, immer, immer. Und immer. Hello, hello. Da sind wir wieder. Sind gerade in Frankfurt. Sagen wir mal Frankfurt. Offenbach. Wir sind komplett tiefgefroren. Es gibt nämlich gerade einen Videodreh und zwar von der lieben Nina. Hier sind ihre beiden Mäuse, die Tilly und die Lea vom Kanal Oh Gott, diese Familie. Ihr kennt sie ja mit Sicherheit. Wir haben ja auch eine Challenge gedreht, die Pizza-Challenge. Und da hinten ist noch der Luquito. Und wir wärmen uns jetzt ganz kurz im Auto auf, denn wir sind tiefgefroren, ne? Ja. Oder? Wir sind echt tief. Ja. So kalt. Es ist echt richtig kalt. Ja, wir waren jetzt die ganze Zeit da mit Kamerateam und so weiter. Und der hat eine Red, eine richtig fette Kamera. Der Lassie liebt die voll. Ja, wir sagen lieber nicht, was die kostet. Das tut weh. Das tut richtig weh. Ja, also mein Ehemann, der holt jetzt ganz kurz was zu essen hier für die Truppe, damit die gestärkt sind. Und dann geht's weiter. Also gut, ich wünsche euch ganz viel Spaß weiterhin bei diesem Video. Was machst du denn? Und ja, die frieren die beiden. Da ist sie, die Red. Sehr, sehr geil. Oh, jetzt geht sie wieder, die Red. Mist. Und da ist sie, die Nina. Oh, yes. Die Gangsterbraut. Ich bin die Gangsterbraut. Da ist sie, die Gangsterbraut. Ey, wir sind voll durch. Wir sind komplett durchgefroren. Wie groß die wieder ist, die Nina. Entschuldigung. Ja, danke. Wir fahren jetzt nach Hause. Ich bin echt 1,82, ne? Echt jetzt? Mhm. Guck mal. Ich bin voll der Zwerg, guck mal. Und das ist jetzt noch der Winkel, ne? Also gucken. Ich kann mein Kinn auf Heidis Kopf legen. Also gut. Aber das ist auch gut, wenn ich mit dem Baseballschläger neben der Heidi herlaufe, dann denkt jeder, die Heidi hat einen Bodyguard. Sie ist mein Bodyguard. Mhm. Die Tilly ruft mich. Ja, Mäuschen. Ach, die Erdbeermaus ruft mich. Ich muss mal zur Erdbeermaus. Es war so schön, dass ihr da wart. Dankeschön, dass ihr mir die Heidi ausgeliehen habt, liebe Heidi-Community. Ja. Und schaut unbedingt beim Video von der Nina vorbei, es wird richtig krass. Ich glaube auch. Und die Heidi hat mir ihre wunderbaren, ganz, ganz tollen Söhne ausgeliehen. Und das sind einfach mal die besten Gangster-Jungs auf der Welt. Wir sind voll die Definitiv. Gangster. Ach, die Kette wollte die Tilly mir geben. Genau, die Gangster-Kette. Also gut, mein Mann wartet da vorne, wir sind tiefgefroren. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in Frankfurt nochmal. Ich hoffe, dass euch mein Vlog gefallen hat. Er ist, glaube ich, wieder ein bisschen lang geworden. Vielleicht auch ein bisschen beauty-lastig.
Die Sachen, die packe ich jetzt auch noch weg. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Tschüss!